soweit. Das ist eine neue Folge unserer Auswanderungsreportage von Murat und Tina nach Nordzypern, nach 52 Jahren Deutschland, unser vierter Monat auf Nordzypern. Herzlich willkommen dazu. Was gibt es hier zu berichten? Wir sind hier nicht mit den Gedanken hierher gekommen, dass wir hier arbeiten werden. Ich arbeite hier eigentlich mehr als wie in München. Interessanterweise empfinde ich das bloß nicht als Arbeit. Wir haben hier sehr viel Kontakt zu Leuten, die hierher kommen wollen, die hier Zeit verbringen, entweder als Investor oder eben direkt hier schon leben möchten. Und mit denen verbringen wir hier sehr viel Zeit. Wir gehen hier, ich glaube, gefühlte 60 Mal im Monat zum Essen. Ich merke das auch langsam, ich muss mir was einfallen lassen. Genauer gesagt, habe ich mir was einfallen lassen. Ich stehe jeden Tag eine Stunde früher auf und schnappe mir das Fahrrad, schalte den E-Motor ab und fahre hier die Berge rauf und runter. Mal gucken, wie lange ich das noch durchhalten kann, zumindest ohne E-Motor. Aber ansonsten versuche ich mich meine Klamotten noch einigermaßen so, solange die einigermaßen passen, ist es schon in Ordnung. Ansonsten verbringen wir hier sehr viel Zeit, wie gesagt, mit unseren Freunden, die uns hier besuchen kommen. Freunde, die wir übers Netz kennenlernen, mit denen wir sehr viel Zeit verbringen. Erst telefonisch, wir hören uns ihre Themen an, versuchen ihnen ein maßgenaues Programm zurechtzuschneidern. Jedes Programm startet eigentlich mit einem Besuch bei unserer Anwaltskanzlei. Ich habe das mit meinem Anwalt so verabredet, übrigens eine deutschsprachige Anwaltskanzlei. Ich bin nicht unbedingt der größte Fan von Anwälten, egal wo sie sind auf der Welt, aber sogar hier musste ich mich mit ein paar Leuten erstmal auseinandersetzen, bis ich jemanden gefunden habe, wo ich gesagt habe, ja, das passt, nicht nur menschlich, sondern auch von dem ganzen Background. Meine jetzige Anwältin ist born and raised in UK, hat auch eine deutschsprachige Anwaltskanzlei als Partner, Unterstützung. Ebenso funktioniert ist es auch deutschsprachig der Service, der dort angeboten wird. In der ersten, also 30 bis 60 Minuten kann man sich erkundigen. Also nichts, was ich nicht auch euch erklären kann, aber es macht einfach Sinn, das aus belesenen juristischen Mund nochmal zu hören. Hierbei geht es um die ganzen verschiedenen Title Deeds, die es hier gibt. Was ist sicher, was ist weniger sicher? Es gibt kein weniger sicher, alles unter der Prämisse, dass es die nächsten 50 Jahre keine Wiedervereinigung geben wird natürlich. Aber so unter der Prämisse sind alle Title Deeds sicher, aber selbst wenn es Vereinigungen gäbe, gäbe es immer noch sichere Title Deeds. Ansonsten werdet ihr alles über Search kennen. Jetzt kommt Cashew und krallt sich wieder an mir fest. Ich mache das jetzt einfach mal mit, weil die Kamera läuft. Ah, Mann. Blödes Vieh. Lass mein... Quatschkopf. Wenn die Leute hier sind, also im Grunde reden wir erstmal mit den Leuten, unsere Freunde, so möchte ich sie nennen, weil bis wir sie kennenlernen, bis sie hier sind, haben wir die Leute schon komplett kennengelernt. Wir haben lange Gespräche geführt, per Zoom-Call, per WhatsApp-Call, per Skype-Call. Wir haben alle Möglichkeiten hier natürlich und versuchen ihnen zielgenau schon irgendwie herauszufinden, was sie genau hier machen möchten, wie viel Zeit sie verbringen, ob sie hier erstmal als Investor erstmal sich eine Immobilie zulegen und noch in Deutschland bleiben werden oder eben ob sie sofort auf die Insel kommen. Und je nachdem in diesen Phasen beraten wir sie, stellen ihnen schon im Vorfeld Immobilienobjekte vor. Je nachdem, wie viel Vertrauen da ist, können wir den einen oder anderen auch sagen, das, was Sie uns vorgeschlagen haben, waren wir da, schaut es euch an, da passt das und das nicht. Spart euch einfach die Zeit. Wir können diese Zeit sehr viel komprimierter gestalten, indem wir einfach sagen, wir haben hier nur eine gewisse Zeit, wir sind 5 bis 7 Tage da und wir gucken, dass wir das entsprechend so voll machen. Wir haben hier eine tolle deutschsprachige Anwältin, die euch erstmal einnorden kann. Was ist hier wichtig? Was ist hier zu beachten in Form der Title Deeds, in Form des Searches, den man hier machen sollte für die Objekte? In dem einen oder anderen Bauträgerfall ist da schon alles vorbereitet, aber es geht ja nicht nur um Bauträger. Man kann natürlich die Bauträger alle abklappern, können wir machen, je nachdem, ob das in euer Suchmuster fällt. Was wir aber auch machen, ist auch direkte Suche nach den Objekten, die jemand haben möchte. Und da verbringen wir einfach Zeit mit euch. Und
punkto Zeit, wir sind auf den Trichter gekommen, hey, das Auto kostet Geld und Sprit kriegen wir auch nicht geschenkt. Und unsere Zeit und unsere Beratung, unsere Erfahrungen, die wir hier haben, sollten euch auch diese 199 Euro per Person wert sein, dass wir in einem Dreitagesprogramm euch entsprechend so vorstellen können. Und im Bedarfsfall können wir das auch ganz auch verlängern. Und das passiert hier in aller Regelmäßigkeit. Wir gehen hier nicht nur stur, stupide die Immobilien durch, sondern versuchen euch hier auch das Lebensgefühl in Nordzypern zu vermitteln. Hier in den allermeisten Fällen passt es, weil die Leute, die hierher kommen, sind etwas open-mindeder als wie vielleicht die, die in Deutschland hocken bleiben. Aber man sollte trotzdem hier versuchen, Land und Leute, Kunst und Kultur etwas genauer kennenzulernen. Und das machen wir auch. Wir gehen hier, fahren hier die Schlösser ab. Hiervon gibt es genügend tolle Möglichkeiten, die man sich hier anschauen sollte. Dann gehen wir in aller Regel mit den Leuten zum Feiern. Hier ist Nordzypern ist unheimlich musikalisch. Du kannst hier an jeder Straßenecke, wirst du hier berieselt und auf jeder Bühne ist hier irgendwie eine Show. Wir hatten neulich eine Truppe Bayern da, die waren selber, sind selber Musiker, haben sich jedes Mikrofon gekrallt, was sie in die Finger bekommen haben und haben ihre Songs zum Besten gegeben. War eine super Show. Und genauso sind auch die Menschen hier, also unheimlich warm und zuvorkommend. Und das versuchen wir den Leuten mitzuvermitteln. Es geht also nicht nur stupide um die Immobilie an sich, die ist wichtig, klar, darum geht es ja auch letztendlich, wie ihr hier leben wollt. Aber auch, wie ist das Umfeld und muss ich sofort kaufen? Oder reicht es nicht erstmal, mich für ein halbes Jahr irgendwo einzumieten und erstmal die Region zu erkunden. In manchen Fällen geht das nicht, weil die Kinder in die Schule müssen. Die müssen in ein gewisses Gebiet. Hier gibt es tolle Universitäten, hier gibt es Colleges. Da haben wir auch einen Sonderbericht dazu. Schon in Vorbereitung, offen gesagt, fehlt uns die Zeit, das irgendwie mal zusammenzuwursteln. Hier gibt es die Girne American University zum Beispiel, um nur eine davon zu nennen. Die haben 26 Fachrichtungen mit allen möglichen Studiengängen von Luftfahrt bis Raumfahrt bis Biologie, Chemie, die üblichen BWL-Themen, die auch, und das ist der wichtige Punkt an der Stelle, alle international anerkannt sind, die Diplome, die dort vergeben werden. Und da haben wir ebenso Kontakte rein. Ich kenne den Dekan jetzt persönlich, ich kenne die Leute aus dem Recruiting Center und die Leiterin von dorten, die Leila. An dieser Stelle grüße ich auch die Leila. Wir hatten da schon eine kleine Ortsbesichtigung, aber wollten das Ganze nochmal auf einen professionellen Sockel stellen, aber dazu fehlt uns im Moment einfach die Zeit. Aber das sind so Themen, die wir hier mit vorbereiten können für euch. Also je nachdem, habt ihr Kinder, in welchem Alter, was können wir für euch tun, dass sich hier jeder, es geht ja nicht nur um euch, euch geht es wohl, wenn es euren Kindern wohl geht. Sagt man das? Nee, wahrscheinlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Aber darum ist es, sollte euch allen wichtig sein, dass ihr als Familie hier ankommen könnt, sofern ihr in der Familie seid. Ansonsten matchen wir auch Leute zusammen. Also wir haben hier zwei Nordlichter, die beide ab einem bestimmten Alter vielleicht nicht so gerne alleine reisen. Die haben wir hier aus der Ferne einfach zusammengeschlossen. Die kommen jetzt als Truppe, als Pärchentruppe. Am Ende werden wir noch zur Hochzeit eingeladen. Mal gucken, vielleicht klappt das ja. Aber solche Sachen können wir hier auch veranstalten. Wir gucken, wo die Anfragen herkommen und gucken, ob das von den Charakteren her matcht und bringt auch die Leute zusammen. Und das ist ganz kostenfrei. Das läuft hier einfach unter Spezialservice. Was wir hier noch tun können mit euch, ist einfach eine gute Zeit verbringen. Ihr lernt Land und Leute kennen, lernt vielleicht die richtigen Leute kennen. Ich mache das hier gerne und mache das hier mit einem Spaß. Und so gehen wir an die Sache ran. Wie ist das Ganze entstanden? Ich hatte hier nicht vor, hierher zu kommen und jetzt hier zu arbeiten in diesem Sinne. Ich empfinde das, wie gesagt, nicht als Arbeit. Es macht mir Spaß und das ist das Wichtigste. Ich bin auf das Geld nicht zwingend angewiesen, aber meine Arbeit ist wertvoll. So nicht nur hier, sondern das war sie schon immer. Und der das nicht einsieht, der soll sich da alleine durchfüttern lassen durch diese Hotels. Also wie gesagt, wir haben das gesamte Programm. Wenn einer sagt, er möchte 5 Tage bei einem Bauträger kostenfrei übernachten,
kann er das machen, bringen wir euch unter. Da kann man sich ebenso die Präsentation angucken, was wir eh anbieten. Aber ansonsten haben wir 2 bis 3 nette Locations zwischen 3 und 5 Sterne, die wir euch empfehlen können. Da gibt es auch Flughafentransfers von Larnaca oder hier direkt von Erjan. Die holen euch ab mit dem berühmten Schild mit eurem Namen drauf und bringen euch direkt an euer ausgesuchte Locations. Am nächsten Tag treffen wir uns zum Frühstücken oder je nachdem, wann ihr kommt, meistens am nächsten Tag. Ansonsten kommt ihr erstmal hier an und wir besprechen beim Frühstück dann unseren Schlachtplan für die Zeit, die ihr dann hier verbringt mit uns. Und diese Zeit ist äußerst interessant, weil wir eben hier an dieser Stelle euch die richtigen Leute vorstellen. Wie gesagt, es gibt eine juristische Beratung an dieser Stelle. Es gibt die Immobilien, die wir uns im Vorfeld gemeinsam ausgeguckt haben und wir bauen noch verschiedene Optionen noch mit ein, sofern ihr das wünscht. Wir lernen hier Land und Leute kennen. Wir gehen hier Kunst und Kultur ab und am Abend gehen wir feiern oder essen oder verbringen das oder matchen das Ganze einfach zusammen. Casinos sind hier ein Thema. Nicht jedermanns Sache, völlig klar, meins auch nicht, aber empfindet das eher einfach als Las Vegas. In Las Vegas geht man auch ins Casino. Wozu fährt man denn sonst nach Las Vegas? Und Girne ist so eine Art Mini-Las Vegas. Casinos sind hier frei. Hier ist das alte Programm, Old School. Ihr könnt hier trinken, essen, Zigaretten, feiern. Alles geht aufs Haus, solange ihr gamet. Aber das ist nicht so wild. Also ich gewinne selten was. Ich gewinne höchstens an Erfahrungen. Den einen oder anderen, der geht auch dann auch ohne uns nochmal gerne ein, zweimal ins Casino. Habt einfach euren Spaß. Wir verurteilen hier niemanden. Jeder soll nach seiner Fasson hier leben. Aber ich habe Deutschland verlassen, um mich mit Themen wie Corona nicht mehr beschäftigen zu müssen. Und ich muss mich hier eigentlich auch nicht mit Corona beschäftigen. Wenn du im Land bist, ist alles cool. Der eine oder andere hat natürlich ein Thema, bis er hier reinkommt. Aber ich versuche da auf die Themen so weit wie es geht einzugehen. Ich rede nicht gerne darüber, weil es einfach nicht mehr mein Thema ist. Ich bin hier auf Nordzypern und ich habe Spaß mit meiner Frau, mit meinen Freunden. Wir gehen hier feiern, wir genießen unser Leben. Und der eine oder andere ist einfach noch zu sehr in dieser Brille, in dieser deutschen Brille verhaftet und muss und will und tut und redet. Ja, ich höre es mir an. Aber den einen oder anderen wird es vielleicht auch bald dann so gehen, dass er einfach sagt, so what, das ist Schnee von gestern. Corona wird nicht vorbei sein und ich bin auch keiner, der Corona komplett abschreitet, aber es ist bestimmt nicht so, wie der eine oder andere gerne tut im Fernsehen. Also, so gesehen, aus dieser Sicht ist alles soweit gut. Wie gesagt, unser Service, den wir euch anbieten, den bieten wir euch nicht umsonst an. Ihr findet alle Konditionen auf www.nordskyproperty.de unter Services. 199 Euro pro Person für ein 3-Tages-Paket, was wir im Bedarfsfall auch verlängern können. Und das Programm definierst letztendlich du. Darüber können wir uns erstmal gerne natürlich kostenfrei unterhalten. Könnt mich zu jeder Zeit kontaktieren. Ich komme zeitnah auf euch zurück und verabrede mit euch einen Termin. Und wenn es direkt um das Thema Immobilien gleich gehen soll, schalte ich noch unser Maklerbüro, den Erdem, noch mit dazu, der euch ebenso in Deutsch, der hat in Deutschland studiert und Germanistik und spricht ein erstklassiges Deutsch und kann euch dann ebenso direkt in diesem Thema beraten. Ich begleite das Thema peripher. Wir kümmern uns um das Ganze drumherum, also dass es euch gut geht, dass ihr jemanden habt, den ihr verschiedenste Themen. Der eine braucht spezielle Ärzte, der andere braucht einen Zahnarzt, der andere muss wissen, wo man hier ins Fitness gehen kann. Der nächste möchte seine Kinder einschulen, der übernächste möchte sie, dass sie studieren. Wir behandeln einfach jedes dieser Themen und wir haben auch überall unsere Kontakte rein. Und das sollte euch eben genau das wert sein, dass ihr einfach diese Zeit, die ihr hier habt, komprimiert und in kürzerer Zeit an euer Ziel kommt. Und das ist unser Leistungsversprechen an euch. Kommt auf uns zu, fragt uns, spricht mit uns. Wir sind auf eurer Seite. Hier ist Murat. Wir sind auf Nordzypern und warten auf euch. In diesem Sinne, eine schöne Zeit.